Jetzt sind wir zu dritt, ne? Und jetzt ist eigentlich die Gelegenheit, den mal. Ich weiß nicht, ob wir den packen. Ich pack mir nochmal so einen. Hier so einen magischen Schutz nochmal drauf oder einen Berserker. Ich nehme nochmal den magischen Schutz. Gnome. Ja. Level aufgestiegen. Ja, der war irgendwie ein bisschen überfordert, ne? Ja, der Fred, der hat echt gut abgelenkt und ein Ogre. Zwei Bier. Ja, alleine, ich weiß nicht. Wenn die Truhe mal anschauen hier. Ach, und nochmal. Na also. Okay, mittlere Heilung, Heiltrank. Da ist die Ogerkeule. So, da waren noch die beiden Gnome. Da haben wir noch einen Werkzeugbeutel, haben wir jetzt 14, haben wir jetzt. Das heißt, einer fehlt uns noch. Da geht ja auch noch ein Weg weiter. Mal gucken jetzt, wenn wir die beiden hier dabei haben, da können wir nochmal mal schauen. Ich würde mal hier so ein Licht mal eben machen. Ich glaube, nee, da sollte man, glaube ich, nicht rübergehen, ne? Da ist noch so eine. So eine Donner-Echse, meine ich. Die schläft da. Du hast keine Chance gegen Pflanze. Mal kurz gucken, von wo kamen wir? Von dort. Hier war die Beere. Hier ist noch so ein Loch im Boden. Aha. So, aufpassen, dass wir da jetzt nicht irgendwie runter segeln. Da ist ja auch noch ein. Da ist noch so eine Heldenkrone, sehe ich gerade.
Ich hoffe, dass wir jetzt hier nichts übersehen, hier im Dunkeln. Und nochmal von vorne. Nochmal von vorn. Wer sagt's denn? Ein ganz gewöhnlicher Stein, 112 Gold, kleiner Heiltrank. Nehmen wir alles mit. So, und hier habe ich noch Pflanzen gesehen, aber noch ein Heilkraut und noch eine Mana-Pflanze. Ah ja, und von dort kamen wir dann. Gut, mal sehen. Da ist so eine Beere. Also das war das mit dem Lichtzauber. Er blendet auch ganz schön, ne? Gut, machen wir uns mal auf dem Rückweg. Und dann noch mal eben sehen, was da hier da oben auf dem Berg noch war. Hier, das ist die Stelle mit dem Oger gewesen. So, hier der Fred, ja, ist auch noch gut. Machen wir uns noch mal eben die Heldenkrone noch mal im holen. Das kann ich, hatten wir jetzt noch irgendwie noch einen Trank, den wir noch hatten. Ah ja, hier noch der Trank der Lebenskraft. Wie viel haben wir denn da jetzt da eigentlich schon? Lebensenergie 362. Schön. Nichts zu holen. So, dann ging es ja jetzt hier auch noch nach oben. Da hatte er gemeint, er hätte kein gutes Gefühl bei der Sache. Aber das ist doch jetzt im Prinzip. Jetzt sind wir doch hier einmal im Kreis gelaufen, oder nicht? Ja, das ist doch die Stelle, wo hier die Donnerechse lag. Ah, gut, so schlimm war die jetzt auch nicht, ne? Okay, das heißt, wir haben hier, glaube ich, soweit erstmal alles erledigt. Da oben war das da mit der Aschebestie, das haben wir auch klar gemacht.
Den Gürger haben wir erledigt. Wir haben die Kristallscheibe. Uns fehlt noch ein Werkzeugbeutel. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob wir jetzt einen übersehen haben oder ob da noch Gnome kommen. Ansonsten könnten wir dann diese... Wisst ihr, hier ist ja auch noch eine Treppe, genau. Ach ne, hier, das war das mit der Aschebestie, ne? Ja, ich meine... Ja. Na gut. Ja, was sagt denn eigentlich überhaupt Rupert dazu? Der Gürger ist erledigt. Was denn? Wirklich? Bist du dir sicher? Ganz sicher. Keine Sau hat mir je geglaubt, dass es dieses Monster wirklich gibt. Ha! Und jetzt sind wir schon zwei, die von seiner Existenz wissen. Diesen Schweinen, die mich ausgelacht haben und für verrückt erklärt haben, werde ich es zeigen. Ich danke dir. Du hast mir geholfen, endlich wieder mit hoch erhobenem Kopf durch die Stadt gehen zu können. Hier, ein großer Jäger wie du kann sowas sicher gut gebrauchen. So, ich gehe jetzt erstmal zurück zu meiner Hütte. Leb wohl und verlier nicht deinen Kopf. Ja, Highlander. Den nehmen wir mit. Was doch ganz gut, dass wir jetzt erst jetzt mit ihm gequatscht haben. Also konnte er uns dann noch ganz gut helfen hier bei dem mit dem Ogre und so weiter. Dann, das hätten wir alleine nicht so leicht hinbekommen.